Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich ganz klar zu den Klimaschutzzielen. Wir wollen, dass Deutschland und Europa beim Klimaschutz und bei den Klimaschutzzielen die Vorreiterrolle behält. Und wir werden unseren Beitrag dafür leisten. Aber über die Ausgestaltung von einzelnen Instrumenten muss eben auch geredet werden. Die EU-Kommission hatte Ende 2007 eine CO2-Strategie für Pkw vorgelegt, und die musste nachgebessert werden. Brüssel hat die Hersteller von Kleinwagen ganz klar bevorzugt. Die deutschen Automobilbauer hätten die Hauptlast getragen. Das war nicht Klimaschutzpolitik, das war ganz klar Industriepolitik zulasten von Deutschland. Klar ist aber auch, dass die deutschen Automobilbauer mehr tun müssen, mehr investieren müssen in alternative Antriebstechnologien. Und es ist der Bundeskanzlerin zu verdanken, dass eine Lösung gefunden wurde, die am Ende ökologisch und auch ökonomisch vernünftig ist. Die Grenzwerte sind erreichbar. Sie werden aber auch viele Unternehmen zu Innovationen zwingen. Jetzt ist halt Erfindergeist und deutsche Ingenieurkunst gefragt. Die Konzepte liegen da. Und die Automobilindustrie dürfte auch aus ihren Erfahrungen gelernt haben, als sie die Zeitspanne ungenutzt verstreichen ließ, die freiwillige Selbstverpflichtung zur CO2-Minderung zu erfüllen. Und ich wundere mich, dass den Grünen 700.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie selbst und 5 Millionen bei den Zulieferern scheinbar egal sind. Das spricht für sich.